Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio Modpack. Wir sind dabei, unsere Schaltkreise zu erweitern. Und ich habe gerade nach einer Minute Aufnahme einen Anruf bekommen. Ja, da musste ich dran gehen. Da habe ich mir gedacht, komm, ich habe das hier gebaut. Ja, das war alles. Und dann kann ich auch nochmal neu anfangen aufzunehmen. Ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich habe auf jeden Fall vor, jetzt hier die Copper Wire herzustellen. Und zwar brauchen wir dafür nämlich noch Tin. Und zwar von hier. Also wir können es eigentlich hier abnehmen, oder? Warum soll ich denn da so einen Umweg bauen, wenn es auch einfach geht? So. Ich habe keine Teiler mehr, ne? Wir bauen mal ein paar Teiler. So, dann machen wir nämlich hier von rechts und links jeweils eine Einladung. Weil ich nämlich glaube, dass die Kupferkabel relativ zügig kommen müssen, sonst schafft das Fließband nicht. Und die Maschinen sind schon sehr schnell, das muss man sagen. Die sind schon nicht gerade langsam, ja. Da würde ich sagen, machen wir das so, dass wir hier runtergehen. Das können wir ja dann hier mit dem zusammenlegen. Das ist ja das, was zusammenkommt, oder? Die Kupferkabel. Die brauchen wir doch hierfür. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Genau. Okay. Warte, wir machen das so. 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 Ich hoffe mal, das reicht aus hier mit einem Fließband. Ich weiß nicht genau, wie ich das doppelt machen sollte. Da müsste ich zwei Fließbänder legen und zwei Knickis nehmen. Wäre vielleicht ein bisschen doof. So, wir machen kurz die Auto. Das ist übrigens sehr, sehr geil, dass man das alles einstellen kann hier. Das ist nice. So, Tiny Copper Wire. So. Die stellen 6 Stück pro Sekunde her. Das schaffen die gar nicht auszuladen. Ach du Scheiße. Die sind zu schnell, die Maschinen. Zu schnell. Ja, ich glaube, die Copper Wire, die werden abschmieren. Das wird so nicht hinhauen. Was ich noch testen könnte, wäre eventuell... Ich muss das im Betrieb sehen. Ich muss im Betrieb sehen. Im Notfall mache ich hier jeweils noch einen Knicki drunter, der schräg nach noch weiter vorne rausknickt. Das geht ja. Wir können den ja insgesamt noch einen nach vorne setzen. So dass ich hier eine zweite Linie habe, die ich hier mittig nochmal dran führe. Ja, das wäre noch die Möglichkeit, die wir machen können. Ich lasse mir mal den Platz hier frei, falls ich das doch noch mache. Ja. Und ich wollte noch so ein paar Kommentare vorlesen, die es beim letzten Mal nicht ganz geschafft haben, weil ich total verplant hier von A nach B gerannt bin. Und ich weiß nicht, aber wenn ich hier baue, dann bin ich irgendwie so mit meinem Kopf so, bin ich weg. Bin ich weg? Das ist ganz schlimm. Das ärgert mich selber sogar. Ja, auf jeden Fall, wer hatte denn noch was geschrieben? Der Rainer hat geschrieben... ich soll den Außenposten als Solarpark machen. Ich glaube, das war darauf bezogen, dass ich ja hier das große Solarfeld hatte, weil das war Folge 46. Ich weiß gar nicht mehr, worauf das war. Auf jeden Fall werden wir hier oben, denke ich mal, Solar reinwerfen. Hier muss ich unbedingt mal umbauen. Wenn wir dann... oh, Crude Oil, das ist gut, das brauche ich auf jeden Fall. Wo haben wir denn noch Crude Oil? Hier hinten war das, ne? Da gehen wir als nächstes hin auf jeden Fall. Crude Oil ist wichtig. Dann können wir uns auch Bobmonium holen. Da hinten wäre nochmal Saphirite. Allerdings ein bisschen weit weg. Ich würde auch gerne dieses Geolite bekommen und damit irgendwas basteln. Muss ich mal gucken, ja, ob wir das mal irgendwie an den Start kriegen. So, was gab es noch Schönes an Kommentaren? Ja, der Freaky Lord hatte geschrieben, wenn du was weiterbaust und danach zeigst, ist alles okay. Das ging dann auf die Frage, ob ich hier nach den Folgen weiterbauen darf, soll oder das komplett alles machen sollte. Und da habt ihr vollstes Verständnis für, wenn ich da ein bisschen am Rumbasteln bin. Warte mal, wir müssen auch noch Glas automatisieren, ne? Wir haben ja irgendwo hier unten, hatte ich ja mal Glas. Warte mal, wo war denn das? Das war hier, oder? War das hier die Glaskiste? Mal kurz abchecken. Einen Moment. Wo geht denn das hin? Hier geht es hin. Nee, das war Quarz. Wo war denn Glas? Hier oben war Glas. Hier. Ah, hier ist Glas.
Ja, da muss ich eventuell mal anbauen. Wir könnten ja mal die Forschung anwerfen. Irgendwas Cooles. Was ist das denn hier? Das ist Tungsten Plate. Tungsten. Oder Tungsten. Tungsten. Ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie Kohlefaser oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Sieht auf jeden Fall so schwarzlich. Ich weiß nicht. Wir könnten auch mal. Wo ist es denn? Das hier forschen. Das machen wir jetzt erstmal. Die erweiterte Ölverarbeitung. Haben wir das auch schon mal fertig. Und in der Zeit kann ich hier weiter basteln und weiter erzählen. Ja, Feuerspringer 81 hat noch geschrieben. Hi Luma, finde das nicht schlimm, wenn du weiter baust. Was ist denn mit deinem Multiplayer-Event? Kannst ja nur eventuell immer mit drei oder vier Spielern spielen, damit es noch ohne Probleme läuft. Da war ja, ich weiß nicht, wer dabei war von euch bei dem letzten Livestream am Freitag, letzten Freitag, vorletzten Freitag, wenn ihr diese Folge seht. Da ist ja einiges schief gelaufen, weil ich eigentlich gedacht habe, ich könnte hier über meinen PC einfach einen Server aufmachen, um dann mit euch zu spielen. Das hat leider so nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein bisschen schade, aber will man machen, ne? Da gibt es aber bald auch neue Infos zu. Werde ich dann, sobald ich diese habe und das alles so funktioniert, werde ich euch die dann geben. Ich will euch nicht zu viel versprechen jetzt, deswegen halte ich ein bisschen meinen Mund. So. So. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich muss Harz da hochbringen, das heißt Holz. Und die Solder Plates. Wo sind die denn? Warum sind die nicht hier mit drinne? Die waren hier, ne? Ne, hier. Ne, hier. Da. Da sind sie. Tinplatten, Kupfer und Silber oder Tin und Lead. Wir bauen die jetzt erstmal. Wir bauen jetzt erstmal diese Solder Plates. Aus Tin und Lead. So. Wir nehmen uns jetzt hier. Wir nehmen uns hier Tin ab. Teiler. So. Und nehmen uns hier Lead ab und führen das Ganze zusammen. So. Und haben dann hier ein Doppelband, womit wir unsere Solder Plates herstellen können. Und zwar hoffentlich mit diesen Electric Metal Furnace Geräten hier. Können wir ruhig bis hierhin machen. So, kein Problem. Vier Stück müssten eigentlich auch ausreichen. Wir stellen 11 Stück in 7 Sekunden her. Das heißt, wir haben locker eine Taktung von 1 pro Sekunde. Pro Maschine. Sogar 1,6 pro Sekunde, glaube ich. Und wir brauchen für diese Teile hier. Hier machen 8 draus und 2. Ach, das reicht. Reicht 1000 Mal, da brauche ich gar nicht rechnen. So, wir gehen hier hin. Schließen das Ganze an und dann können wir schon mal die Teile produzieren. So. Ach, Scheiße. Ich habe das Falsche genommen. Ich muss ja das hier nehmen. Ah, jetzt funktioniert's. Okay, sehr schön. So, wir haben auf jeden Fall genug. Ich würde sagen, die letzten zwei lassen wir wieder vorne knicken. So. Dann haben wir ein Doppelband. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen oder nicht. Wir müssen auf jeden Fall mit den Dingern jetzt. Ist die Musik bei euch auch so laut? Ich glaube nicht, ne? Die ist nur bei mir auf den Kopfhörern so ewig laut. Wir hätten noch einen MK3-Tank. Nee, brauchen wir nicht. Werkzeuggürtel. Den nehme ich. Werkzeuggürtel nehme ich. Dann habe ich hier mehr Felder. Das ist cool. Okay, irgendwie stört mich der Roboterhanger hier. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie nervt er mich hier. Der kommt jetzt weg. So, Bams. Und dann kommt er jetzt hier irgendwie, weil der verbindet die zwei Felder, der muss hier neu hin. So.
hatte auch Strom, alles gut. Dann habe ich hier meinen Platz und bin zufrieden. So, wir müssen die Teile herstellen. Wir brauchen jetzt Rising. Das können wir rein theoretisch hier unten herstellen. Wir müssen da ja nur Holz. Können wir das eigentlich auch in den kleinen Maschinen machen? Oder brauchen wir da auch die großen für? Da brauchen wir die großen für. Wie viele brauchen wir da? Ich glaube, das mit dem Rumrechnen ist schon ein bisschen besser. Wir stellen her 1 pro Sekunde mit 1,25 Geschwindigkeit. Das heißt 1,25 pro Sekunde oder 5 in 4 Sekunden. Gut. Wir brauchen aber mindestens aus 1 macht 8. Dann brauchen wir gar nicht so viel. Dann ist alles Watcher. So. Wir gehen dann da irgendwo mit Tunneln durch. Hier können wir auf jeden Fall Holz abzwacken. So. Sehr schön. Okay. Nur wo gehen wir her? Wo ist es am sinnvollsten? Ich wollte mir hier auf jeden Fall Platz lassen. Das heißt, ich gehe frühestens hier hoch und das passt perfekt darunter her. Das ist sehr schön. Warte, dann können wir auch hier hochgehen. Dann brauche ich hier gar nicht so ein hässlichen Bogen reinzubauen. Gehen wir einfach hier hoch. Und haben hier das Zeug plus Rising. Wir können ja eigentlich... jetzt ist die Frage. Machen wir es so. Solder Plates. Solder Plates. Wie viele Maschinen machen wir? 3 Stück reichen eigentlich aus, ja? Für die Solders reichen locker 2 Stück aus. Aber wir machen 3, um schon mal für die Zukunft vorzusorgen, falls wir dann doch etwas mehr brauchen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal 1 von den Materialien, die wir brauchen, nämlich die Solders. Und die muss ich auch hier hinten noch mit anschließen, weil, ja... Wobei wir ja theoretisch den Puffer hier dran lassen könnten und bauen das einfach alles neu. Ja, ist ja eigentlich scheißegal. Hauptsache, wir machen hier. Gehen jetzt hier hoch. Dann kommt hier noch ein Teiler mit rein. So. Und dann wird das nämlich hier hinten nochmal rumgelegt. Ja, das war sehr unklug. Hier hinten rumgelegt. Und geht nochmal hier an den Puffer mit dran. Und lädt den Puffer einfach voll. Ich weiß nicht, ob ich den Puffer brauche oder nicht brauche. Wenn wir ihn nicht brauchen sollten, ist es auch nicht so schlimm. Dann haben wir ihn halt. Keine Ahnung. Wir machen es erstmal so. Und haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal 1 von den Sachen, die wir hier haben wollen. Und das zweite sind die Electronic Compo... Ach ne, Basic Circle Boards. Und die werden ein bisschen mehr. Und ich hoffe mal, dass der Platz hier ausreicht. Und ich muss mir den Platz lassen für eine eventuelle Erweiterung von den Kabeln. Das darf ich mir jetzt nicht verbauen. Aber ich warte, ich mache erstmal die Maschine hier fertig jetzt, dass die produziert. So. So. Und wir könnten den nach innen knicken lassen. Dann hätten wir da Doppelband, wobei wir es eigentlich nicht brauchen, aber dann haben wir es. So. Die müssten doch jetzt hier völligst ausrasten. Ja, tun sie auch. Ich weiß nicht, bringt da ein Stapelknicki was? Auch nicht so wirklich, ne? Wenn Band voll, dann voll. Was eventuell was bringen würde, wäre das mit den... Mit den Speed-Teilen hier zu machen, das Express-Inserter. Aber da brauche ich erst Titanium für. Und da brauche ich Titanium-Ohr für. Und das kriege ich nur aus... Weiß noch nicht, woher ich das kriege. Ja, irgendwo kriege ich es mit Sicherheit her. Wahrscheinlich durch irgendwelche Weiterverarbeitung von irgendwelchen Sachen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt gleich erstmal unseren Werkzeuggürtel. Nehme ich genau jetzt. Das ist sehr schön. So, was machen wir jetzt? Luftfilter. Braucht auch kein Schwein.
CNET funktioniert. Haben wir alles schon getestet. Ah, warte mal, das sind doch hier die Furnaces, die ich haben wollte. Ach Mann. Dann bau. Los. Ich sehe schon eure Kommentare von der letzten Folge. Du kannst die schon forschen, du Idiot. Forsch sie. Und das Schlimme ist, ihr habt recht. Ihr habt einfach recht. Ich brauche noch ein paar von diesen kleinen blauen Maschinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine Ahnung, ob ich noch 6 brauche. Ich brauche noch mehr sogar. 1, 2, 3, 9 Stück. So, wir müssen nämlich jetzt diese Dinger hier herstellen. Das heißt, wir brauchen Woodenboards, wir brauchen Holz. Holz brauchen wir. Holz. Rohholz. Das kriegen wir von hier. Das können wir hier direkt daneben hochschießen. Weil wir es von hier einfach rüberholen. So. Bams. Haben wir hier Holz? Reicht das aus an Holz, was jetzt hier hochgeht? Ich hoffe schon. Ich hoffe schon. So, das heißt, so viel brauchen wir gar nicht. Wir brauchen maximal, also allermaximalsten, ja, 2 Maschinen. Wir hatten eine schlechte Maschine für die letzte Produktion. Das heißt, mehr wie 2 werden wir definitiv nicht brauchen, um Holz herzustellen. Allerdings die großen. Die großen brauchen wir dafür. So. Nehmen wir auch die großen. So, jetzt die Frage, ob ich das wieder direkt anschließe oder ob ich da wieder irgendwas zwischenbaue. Ich denke mal, ich werde da was zwischenbauen müssen. So, wir stellen her 2, also 4 pro Sekunde. Das heißt, 8 pro Sekunde mit 1,25 sind das 10 pro Sekunde. 10 pro Sekunde. Kurz ein bisschen durchrechnen. Ach, wo ist es denn? Jetzt finde ich es nicht mehr da. So, 10 pro Sekunde. Wir brauchen ein Holz für 2 Woodenboards. Das heißt, 20 pro Sekunde kriegen wir raus. Hat zwar 0,5, aber wir kriegen ja nicht mehr rein. Theoretisch 20 pro Sekunde und theoretisch reicht das locker aus, weil wir hier eine Taktung von 4 pro Sekunde haben. Kommen wir auch nur auf 2. Ach nee, wir haben noch mehr. Ach, ich baue jetzt einfach mal. Ich kann ja immer noch erweitern. Ist ja jetzt alles so halbwegs modular. Nicht perfekt modular, aber halbwegs modular. Und da brauchen wir nur, warte mal, Woodenboards können die kleinen wieder machen, ne? Reicht das aus? Ich glaube, das ist ein bisschen overpowered hier, aber wir versuchen es mal. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir brauchen hier Kupferkabel, ja. Ich könnte jetzt rein theoretisch das entweder machen mit Fließbändern. Oder was brauche ich denn für eine Taktung? Die rechnen wir jetzt komplett aus. Pass mal auf. Wir brauchen 1 pro Sekunde mal 4 sind 4 pro Sekunde mal 2,25 macht 10, wenn ich mich nicht verrechne. Ja, 10. 10 pro Sekunde müssen wir da rausschießen. Das heißt, wir machen 1 pro Sekunde. Das heißt, wir brauchen genauso viele Maschinen wie diese hier. Das heißt, 4 Stück. 4 Stück müssen jetzt gespeist werden mit den 2 Dingern. Ich guck mal kurz, ob das platztechnisch reichen würde. Theoretisch würde es gehen. Frage ist, ob es praktisch funktioniert. Weil wir müssen ja von hier dann noch irgendwo Kupferkabel kommen lassen. Und zwar... Ja, von wo? Ich baue mir hier schon wieder alles zu. Gefällt mir schon wieder nicht. Müsste ich alles ein bisschen höher setzen. Aber jetzt steht's da. Ich baue es direkt höher. Ich muss es höher bauen. Ich komme hier sonst nicht mehr... Ich kann das nach hinten... Ja, doch, würde gehen. Okay, lassen wir so. Wir müssen hier noch mit Kupferkabeln runterkommen. Und haben dann hier unser fertiges Produkt. Was wir hier dran führen können. So wäre der Plan. Ich hoffe mal, das funktioniert. Wir werden es dann gleich sehen.
So, wir verlängern den direkt, würde ich sagen. Zum Ausladen. So, kopieren, einfügen, einfügen, einfügen. Und holen uns das Kabel einfach von hier. Wir ziehen es jetzt hier rum. Auch wenn es nicht ganz so hübsch aussieht. Aber ich denke, das ist kein Problem. Weil so haben wir wenigstens auch Doppelkabel und haben hier Full Power und sind hier nicht an irgendwelche Sachen gebunden. Das ist echt schade, dass es so gerade eben nicht reicht für beide. Naja, egal. So, das sieht sehr nice aus. Das sieht sehr nice aus. Bis auf, dass der Knicki zum Einladen zu langsam ist, ja? Der ist zu langsam. Holy shit. Die Maschine läuft. Die Maschine läuft. Lol, die Maschine läuft. Und ihr seht, dadurch, dass ich einen zu langsamen Knicki hier habe, schaffen die es nicht, die volle Leistung rauszuholen. Und somit kann auch der unterste gar nicht arbeiten und der hier auch nur teilweise. Jetzt habe ich das alles so schön hier rumgerechnet. Und jetzt hapert es daran, oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und woran es auch hapern wird, ist hier dran. Ne? Guckt mal. Kupferkabel kacken ab. Wir brauchen eine zweite Kupferkabelfabrik. Nichts leichter als das. Oder? Mal können wir das hier so umbauen, dass es hier. Ah. Schmeiß ich mal per Hand hier rein. So, warte mal. Forschung schmeißen wir auch noch mal eben an. Und zwar möchte ich forschen das hier, weil es schön billig ist. Und meine ganze Forschung ist einfach mal aus. Ein Kabel weg, Forschung aus. Kein Thema. Kein Thema. So, wir machen hier zwei Stück hin. Wir machen hier dasselbe hin wie dort. Allerdings ohne Puffer. Ja. Weil Puffer ist nicht. Brauchen wir gerade nicht. Ist gerade die Frage, können wir das umbauen? Boah, wir kriegen keine blauen Fläche mehr. Shit. Warum kriegen wir keine blauen Flächen mehr? Was fehlt? Was fehlt, Mann? Was fehlt? Ach ja. Irgendwas musste ich wieder anklemmen. Ich habe wieder alles vergessen. Shit. Quarz ist da, Stein ist da. Ist das eigentlich alles da? Aber es kommen keine blauen Fläschchen. Mal eins kommt hier hoch, ja. Weil was fehlt? Vielleicht sind es die Schaltkreise. Vielleicht aber auch nicht. Aber hier kommen immer noch zu wenig Schaltkreise. Das ist unglaublich. Ja, wir müssen das jetzt hier, wir müssen es verbessern. Wir brauchen mehr Kupferkabel und dann brauchen wir noch eine von diesen Maschinen hier. Beziehungsweise rein theoretisch reichen hier die Maschinen, aber die schaffen es halt nicht. Oder diese hier schaffen es nicht mit dem Kupferkabel. Ich baue mal. Ja, Moment. So. Wir führen das nämlich nach den Wires, führen wir es mit hier drauf. Ja, ist ja gut, entspann dich. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich hoffe echt, es funktioniert. Und ich hoffe auch, wir haben genug Kupfer. Aber Kupfer haben wir, glaube ich, wie Sand am Meer. Das geht schon. Das kriegen wir hin. Weil der Puffer hier ist nämlich schneller leer, als wir gucken können, wenn wir hier nicht direkt von Anfang an Vollgas dagegen halten. Und im Notfall baue ich auch noch mehr Kupferkabel dahin. Das ist mir auch egal. Dann können wir hier drunter noch bauen oder so. Mal schauen. Wenn wäre ich jetzt schon. Na egal, wir lassen es erstmal. Also Copper Wire reicht noch aus. Wir müssen jetzt nur noch einmal hier die Maschinen bauen. Habe ich keine rote Montagemaschine mehr? Das gibt's ja gar nicht. Da müssen wir wohl eine bauen. Habe ich denn von den kleinen noch welche? Drei Stück. Ja, drei brauchen wir auch. So. Wo ist denn hin? Ach, ich habe noch 9 Stück gehabt. Oh Mann. Kommt hier genug Holz? Ja, ne? Da muss ich noch ein bisschen Knicki.
Knicki, 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 Knicki. Knicki, 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 Knicki. Kopieren, einfügen, einfügen. Kopieren, einfügen, einfügen. Kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. So, wenn wir jetzt Strom haben, sollte das laufen. Und wir haben hoffentlich genügend. Guck mal, sollen wir hier einen Überlauf hinmachen? Warte, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Ja, speicher erstmal. Warte mal, der soll nach rechts legen. Damit. Ja, Doppelband brauchen wir unten definitiv nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt, so wie es ausschaut, sind wir gerade bei voller Auslastung, ja. Die Maschinen arbeiten ohne Pause. Und wenn ich jetzt gucke oder noch eine Minute warte und dann gucke, müssten wir rein theoretisch, wir haben zu wenig Kupferkabel. Seht ihr das? Hier kommen tatsächlich zu wenig Kupferkabel. Das hätte ich echt nicht gedacht, aber es ist so. Wir müssen hier noch anbauen. Wir müssen tatsächlich Kupferkabel noch bauen. Das gibt's ja nicht. Warte, können wir nicht Kupferkabel auch mit den kleinen Maschinen machen? Boah, wenn das geht, habt ihr es mit Sicherheit schon voll gebrüllt. Natürlich geht das. Boah, ich kann hier viel mehr machen. Oh, shit. Sorry, Leute, aber ich bin diese Maschinen nicht gewohnt. Ich ändere die hier jetzt einfach in kleine Maschinen. Warte, dann mache ich das nochmal neu hier. Mit kleinen Maschinen. So. Machen wir hier zwei und hier zwei. Und das Ganze von da auch und lassen das einfach da zusammenlaufen. Im Notfall können wir noch was dazwischen basteln oder das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube aber, hier reicht auch einer, oder? Ja, müsste. Müsste eigentlich einer ausreichend sein. So, dann machen wir hier die kleinen Kabels. Weil die Maschine rastet nämlich richtig aus. Die übertreibt total. So, und hier brauchen wir definitiv noch einen zweiten. Der kann von hier ziehen. So, jetzt kommt hier ein voll gefülltes Band an. Und ihr seht, das reicht nicht aus. Das reicht, alter Vater. Ey. Ja, oder ich muss hier... Ich muss... wo ist es denn? Ist es nicht hier? Da, das hier. Müssen wir blaue Fließbänder machen, damit wir dieses Stück hier mit Expressband kriegen, ja? Sonst werden wir nie dahin kommen, dass wir hier eine hundertprozentige Auslastung haben. Das ist leider so. Was wir jetzt erstmal für den Anfang noch machen könnten, wäre, dass wir hier die Kiste noch entladen. Und dann haben wir definitiv eine hundertprozentige Auslastung. Aber das ist natürlich auch keine Lösung für dauerhaft, ne? So. Das ist so cool, dass man das so machen kann. So, dann kann das erstmal mit entladen werden hier. Und dann funktioniert das. Das Fließband hier ist auf jeden Fall schnell genug, ja. Also, sofern hier oben genug reingeht, kommt das auch bis unten hin an. Und die Tiny Copper Wire und alles, das reicht alles vollkommen aus. Carbon ist auch eine Maschine zu viel, gerade mal. Ja, wir haben, glaube ich, 8 ausgerechnet. Ich habe 10 gebaut oder ich hatte 9 ausgerechnet. Und es passt alles perfekt, ja. Es passt perfekt. Das ist immer cool, wenn irgendwas gut passt, ja. Nice, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier hoffentlich genug von dem Zeug, wobei ich ja eigentlich gerne mal anhalten würde. Und jetzt schauen wir aber erstmal nach, was wir hier pro Minute herstellen. Boah, 500 schaffen wir. Wir sind bei 500 pro Minute. Das ist nice, Freunde. Das ist sehr, sehr nice. Und ich denke, damit können wir auf jeden Fall viel besser arbeiten wie mit unseren 160.
Die Frage ist nur, ob das Material technisch ausreicht, aber normalerweise Kohle, ein bisschen Holz, ein bisschen Kupfer. Kupfer haben wir sowieso ohne Ende. Und mehr ist es ja auch gar nicht, ne? Hier oben ein bisschen Tiny und ein bisschen Lead, aber ihr seht, was hier verbraucht wird. Das ist eigentlich nichts, ja? Nice. Sehr, sehr nice. Ach shit, ich müsste hiervon noch welche da anschließen. Wofür ist das überhaupt da unten? Das wird gar nicht verbraucht. Ist das schon wieder irgendeine Maschine, die nicht arbeitet? Das fertige Zeug. Warum? Weil ich das hier abgeklemmt habe. Weil ich so klug war und gedacht habe, ey, ich brauche Roboter. Dafür brauche ich die Dinger hier. Klemme ich das mal ab. Ich wundere mich, dass wir hier nichts kriegen, weil hier alles rotzeleer ist. Oh Mann. Hier könnten wir eigentlich auch die Öfen austauschen. So, jetzt dürfte aber wieder was gehen hier unten. Und die Folge ist schon wieder weit vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Und hoffentlich läuft dann hier wieder alles. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Tschüss.